Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wanted Weapons of Fate. So, wir sind hier noch in den Büro, also ja, in den Büroräumen, genau. Zack. Irgendeiner, den ich so. So, wie komme ich denn an den ran? So, den haben wir. Wunderbar. Jetzt nur noch den Spacko da oben. Und auch der sollte, beziehungsweise ist kein Problem für uns. Alter, ey. Okay. Da, Moni. Moin. Da hinten. So. Okay, hier ist nichts. Den haben wir auch. Na komm, zeig deine beschissene Fresse, ey. So, den haben wir. Den haben wir auch. Alter, der schluckt aber auch ein bisschen mehr, ey. Ja, für die, die es jetzt so abrupt nicht wissen, hier diese Büroräume, ne? Da gab es eine super, super geile Szene im Film. Für alle, die jetzt... Cubicles. God damn. I was kind of hoping that becoming a super assassin meant I'd never have to see them again. Ah, okay.
Da gab es eine super geile Szene mit einer Tastatur. Und zwar hat er die einem in die Fresse geschlagen. Und dann stand das, kamen die Buchstaben einem entgegen und dann stand da Fuck you. Das war einfach super geil animiert auch. Da komm raus. Na komm. Zeig dich, du Schwein, ey. Na geht doch. So, den ein bisschen weiter vor. Wunderbar, den haben wir auch. So, ja, da gab es wie gesagt eine super geile Animation. Da hat er dem die in die Fresse geschlagen und dann kam die so entgegen. Und ja, ist schon fett gemacht auf jeden Fall. Das Spiel ist jetzt, ja, weist noch keine riesen Story auf. Oh oh. Ja, lieber so, bevor ich da die ganze Zeit rumhader. To the elevator. Dann gehen wir to the elevator. Das ist ja wohl easy. Well, I aim to please. Then your bloody aim is shit. I came for the loom, not for you, asswipe. But now, okay. I'm gonna kill you, just for fun and a laugh. Der hat auch diesen Bimär-Code auf dem drauf und. Closer, he's not moving anywhere. Den kann ich ein bisschen schieben, wunderbar. I'm gonna have to kill this pussy bitch from back here. So, den haben wir auch. So, okay. Den scheinen wir auch zu haben. Problem ist eigentlich nur,
versteckt sich die ganze Zeit. So, wie mache ich das denn am besten? Jetzt auch. Granate hätte ich jetzt gern. Jawohl. Oh Mann. Das ist schon arg aufwendig gerade. Wo ist er denn? Da hinten ist er. So, den haben wir auch an der Stelle. Ich hatte dich doch eben, ey. Du bist doch rausgekommen. So, jetzt habe ich ihn noch fast, ey. Genau. Na, da ist Munition. Das wird jetzt ein
Akt der Verzweiflung quasi hier. Oh oh. Da rechnet doch keiner mit. Oh was, ey. Jawohl, und? Ja, sehr geil. Okay. Okay, alles klar. Das war's. Die haben es gegeben, Bitch. Just staying for the theater of it all. Actually, I need something from your corpse. Yeah. Why the fuck did you say so? Take it. Ja, dann mach jetzt. Sag. And I gotta give you credit, man. I would have screamed like a bitch if that had been me. Ja, wenn schon, denn schon. Komm. Where's it at? I'm guessing about three. Boom goes the dynamite. Uh oh. Fuck me. Nee. Ratten mit diesem Zeitzünder, das ist ja Weltklasse. Die gab's nämlich auch im Film. Muss ich hier noch entkommen, okay. Ja, so wird's richtig gemacht. Hä? Muss ich hier nicht lang? Scheiße. Doch, klar. Hier. So, so, so. Oh, dann hier hoch. Holy shit, balls! Didn't your mom tell you not to play with knives? Ah, Gott. Shit.
Oh, heute mal ein bisschen ohne Deko. Oh, da liegt Muni. Muni brauche ich jetzt gerade noch nicht so. Oh. Das sollte... kein Problem sein. And this is coming from a dude who flunked gym. Ja, ihr seht schon, heute mal ein extra langer Part. War ja auch viel los in dem. How did they know? Sorry. How the fuck did they know you were in Chicago? It was the kill order from my father's safe house. That's what you're after, isn't it? It's an important piece of fraternity business. And it should be protected. Your father never had the chance to tell you how this all began. Well, it started here. Your father thought he was answering a distress call from Sloan. Ja, ach, schieß die Drecksau. Aber das seht ihr erst im nächsten Part. Wie gesagt, heute mal ein bisschen länger. Und die Vorgeschichte, die wiederholen wir nochmal im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und haut rein.